Liebe Studierende, während da draußen unsere Welt, unser Europa aus den Fugen gerät, sitzen Sie hier, um Ihr Leuphana-Semester mit einer Konferenz abzuschließen, mit Gästen, mit Diskussionen und Projektpräsentationen. Ich verstehe, wenn Sie sich fragen, ist das nicht unpassend, gar weltfremd? Ist das nicht Reden statt zu handeln, ein sich befassen mit möglichem abstrakten Komplexen, während da draußen ein Teil der Welt zertrümmert wird? Menschen sterben, Angst und Schrecken herrschen. Plötzlich zerbrechen Frieden und Freiheit, erlebt die Ukraine und damit Europa wieder einen Krieg. Lösen sich Annahmen, Erwartungen, Hoffnungen und Illusionen auf. Wir haben schon so viel zu tun, es überhaupt zu erfassen, einzuordnen, anfangen zu verstehen und zu überlegen, was wir tun können, sollen und müssen. Und dann sitzen Sie hier in der Online-Konferenzwoche. Und deshalb will ich versuchen, Ihnen darzulegen, weshalb es aus unserer Sicht, aus Sicht der Universität gleichwohl sinnvoll und richtig ist, dass Sie hier sitzen, auch wenn es sich zunächst so befremdlich anfühlen mag. Und dazu mache ich mal die Gegenposition stark. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Eine Studie zur deutschen Außenpolitik kam im Jahr 2013 zu folgendem Schluss, Zitat: Deutschland war noch nie so wohlhabend, so sicher und so frei wie heute. Und vor 30 Jahren, im Jahr 1992, machte der damalige Bundesverteidigungsminister Volker Röhe eine Aussage, die Bundespräsident Johannes Rau 2005 wiederholte: Wir sind umzingelt von Freunden. Seit vergangenen Donnerstag klingen diese Sätze wie Hohn. An diesem Tag begann der von Wladimir Putin befehligte Krieg, die Invasion in die Ukraine, und er drohte der restlichen Welt wiederholt. Frieden schaffen ohne Waffen war das große Motto der Abrüstungsbewegung in den 1980er Jahren. Und wir glaubten damals, mit Diplomatie und Dialog, mit Verständnis, Handel und Abrüstung ließe sich jeder Krieg in Europa für immer verhindern. Wir haben uns getäuscht. Die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz vorgestern vor dem Deutschen Bundestag markiert eine Zäsur, eine Zeitenwende, wie er es selbst auch sagte. Die Verteidigung Europas wird zum Gebot der Stunde. Was hat quasi über Nacht zu diesem erstaunlichen Sinneswandel geführt? Sie wissen es alle. Es waren die erschreckenden und grausamen Ereignisse in der Ukraine. Es war das Eintreten des nicht für möglich gehaltenen, dass aus einem Bedrohungsszenario reale kriegerische Handlungen werden. Hatte also Marx recht, wenn er sagte, das Sein bestimmt das Bewusstsein? Ist es so, dass unser Bewusstsein allein durch das Geschehen in der Welt geprägt ist, dass daher Handeln der Primat aller Veränderung ist und nicht das Denken, dass das Materielle den Ausgangspunkt bildet und das Ideelle formt? Wozu dann noch eine Universität? Wozu ein Studium? Wozu ein Ringen um das Verstehen und sich verständlich machen, wenn letztlich das Sein das Bewusstsein bestimmt? Wozu Bildung? Wozu studieren, wenn das sich Ereignende und die Umstände bestimmen, wie wir denken, was wir als richtig und falsch erachten? Ein universitärer Bildungsanspruch hat nur dann einen Sinn, wenn es auch eine Arbeit am Bewusstsein gibt, wenn das Bewusstsein nicht allein durch das Sein bestimmt ist, sondern durch Reflektieren, Analysieren, durch Diskurs, Kritik und Wissensdrang. Und daher die Arbeit am Bewusstsein. Dass eine solche Arbeit am Bewusstsein möglich war und ist, auch dies zeigt das aktuelle Zeitgeschehen.
Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir in Europa nicht wieder alte Gräben aufreißen und indifferent von den Russen sprechen oder gar von dem Russen, wie es in meiner Kindheit bei älteren Menschen noch verbreitet war. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir differenzieren zwischen den Aggressoren Putin und seinen Befehlshabern auf der einen Seite und auf der anderen Seite jungen russischen Rekruten, jungen Männern in ihrem Alter, die zum Militärdienst eingezogen wurden, die für ein Manöver an der ukrainischen Grenze abkommandiert wurden und sich nun in einem Krieg wiederfinden, den sie womöglich gar nicht wollten und in dem sie vielleicht sinnlos sterben werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir innerhalb der Russischen Föderation zwischen Putin-Bewunderern unterscheiden und solchen, die den Mut haben, sich gegen ihn und das Regime zu stellen. Wir denken nicht mehr schwarz-weiß in Freund und Feind. Wir haben gelernt zu differenzieren. Und dies, so behaupte ich, resultiert aus mühevoller Arbeit am Bewusstsein. Sie hat auch einen Namen, diese Arbeit. Sie heißt Aufklärung. Auch der Umstand, dass wir den Angriff auf die Ukraine als einen Angriff auf Europa ansehen, dass uns diese Invasion etwas angeht, gleichwohl die wenigsten von uns einen persönlichen Bezug zu Menschen in diesem Land haben, das resultiert aus der Arbeit an einem europäischen Bewusstsein. Und darum sind Bildung und Wissenschaft so wichtig. Es geht nicht darum, abzubilden und auszubilden und für neue Technologien etwas zu tun, sondern es geht darum, ein Bewusstsein zu entwickeln. Die Fähigkeiten, eine und auch die eigene Haltung und Meinung zu hinterfragen, bei Ereignissen, Nachrichten und Behauptungen genauer hinzusehen. Denn Krieg und Propaganda sind Brüder im Geiste. Und darum halten wir es als Universität auch in diesen bewegenden, verstörenden und für Millionen von Menschen lebensbedrohlichen Zeiten für richtig, Sie, liebe Studierende, für Lernen und Wissenschaft, für Diskurse, Argumente und konstruktive Kritik zu begeistern. Denn schon bald wird eine neue Herausforderung auf uns zukommen. Die bereits bestehenden, etwa der Klimawandel, werden größere werden. Sie durch differenziertes, kritisches Denken darauf vorzubereiten, auf das Kommende, auf das jetzt noch Undenkbare, sie vorzubereiten durch Fachwissen, Reflexion und das gemeinschaftliche Ringen um Erkenntnis. Dies ist und bleibt ein wesentliches unserer Ziele hier an der Leuphana. Denn dann werden wir besser in der Lage sein, die richtigen Antworten zu finden auf Erschreckendes und Bedrohendes. Und darum ist diese Konferenzwoche durch die aktuellen Ereignisse alles andere als sinnlos geworden. Vielmehr zeigt sich ihr Sinn beim genauen Hinsehen auch hier sehr deutlich. Und ich will mit einem dritten Teil abschließen unter der Überschrift Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Lassen Sie mich diesen Punkt anfügen. Manche von Ihnen empfinden womöglich persönliche Sorge, Angst, Verunsicherung und Bedrohung. Also genau das, was im Grunde Putin mit seinen Drohungen und Aggressionen beabsichtigt. Angst war schon immer ein schlechter Ratgeber. Besser sind Respekt, Vorsicht, Umsicht. Denn Angst führt zur Irrationalität. Angst aber lässt sich nur durch Vertrauen besiegen. Durch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken sowie die der Gemeinschaft, der wir angehören. Es ist ein Vertrauen nicht nur in die Institutionen, sondern auch in die eigenen intellektuellen und gestalterischen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen. Unser Ziel ist es, genau diese Fähigkeiten bei Ihnen weiter zur Entfaltung zu bringen, womit Sie auch Selbstvertrauen gewinnen können und Vertrauen in Ihre Umwelt, weil Sie Herausforderungen, Probleme und eben auch Bedrohungen frühzeitig erkennen und sachlich überlegen können, was zu tun ist. Darum ist die Leuphana ihrem Leitbild gemäß auch handlungsorientiert, weil Ausprobieren, weil kreatives Gestalten und überlegtes Handeln das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken, und zwar zu Recht. Und somit wünsche ich Ihnen, trotz dieser besonderen Umstände, in denen wir uns befinden, trotz des, und zwar zu Recht, permanenten Blicks auf die Geschehnisse in der Ukraine, die auszublenden, fahrlässig und geradezu ignorant wäre, trotz alledem wünsche ich Ihnen eine anregende, interessante, möglicherweise auch überraschende und damit lehrreiche Konferenzwoche. Je mehr Sie sich einbringen in diese Diskussionen und Reflexionen, umso mehr werden Sie lernen und umso mehr werden Sie auch an Ihrem Bewusstsein arbeiten und an Ihrem Vertrauen und damit etwas für die Gesellschaft leisten. Arbeit an Ihrem Bewusstsein und Ihrem Vertrauen. Und dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und ich wünsche uns allen Frieden und Freiheit in Europa. Herzlich willkommen zur Konferenzwoche 2022. Vielen Dank, Präsident der Leuphana Universität Lüneburg, Sascha Spoon. Und damit ein herzliches Moin und willkommen auch von mir zur 15. Konferenzwoche hier live von der Leuphana Universität Lüneburg. Da bin ich schon wieder, da seid ihr schon wieder. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Gestern war noch Startwoche. Ich meine, so, ne? Und heute ist schon ein Höhepunkt eures Studiums und das Finale des ersten Semesters. Und wir haben ein richtig, richtig volles Programm vor uns. Wir haben 4 Tage, 11 Livestreams. Ich bin in 9 davon dabei. Und wir haben wirklich spannende Gäste, die hier zu uns ins Studio kommen und ihre Perspektive mit uns teilen. Und das, wie unser Präsident gerade schon gesagt hat, in einer Zeit der Unsicherheit, in der die Kriegslogik herrscht, in der wir über übermorgen nachdenken wollen, aber sich die Gegenwart so auf uns aufdrängt. Das heißt, der Krieg in der Ukraine wird uns inhaltlich natürlich beschäftigen. Wir werden ihn aufgreifen und die Perspektiven von den spannenden und klugen Gästen, die wir wirklich hier im Studio willkommen heißen, dazu hören, wenn es sich anbietet. Wir werden aber gleichzeitig auch eben der Zukunft aufs Dach steigen und über die Zukunft nachdenken. Wir werden die Themen betrachten, die eben auch jetzt vor allem nochmal in ganz anderen Kontexten erscheinen. Wir haben zum Beispiel jetzt gehört von Sanktionen und wie diese Sanktionen dann eben auch zum Beispiel Verteilung von Geldern für Klimakrise etc. Beeinflussen. Und da werden wir eben raufzoomen und einen Mittelweg finden. Ich freue mich sehr, sehr auf den Austausch, der vor uns liegt. Und ich freue mich auch auf die Streams, vor allem eben auch mit unserer DJ Alia, die ihr eben schon gehört habt. Und hier schon mal die Info, wirklich schaltet ein paar Minuten früher rein und bleibt ein paar Minuten am Ende immer noch mal länger dabei, weil dann wird nämlich Alia auflegen beim Finale, bei der Eröffnung heute, beim Finale am Freitag und dann auch bei den Lunchtimes jeweils. Also unbedingt mitnehmen. Und dann muss ich auch noch sagen, dass wir planen ja die Konferenzwoche jetzt wirklich schon lange, eigentlich seit der Startwoche. Und in den letzten Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden werden unsere Improvisationsfähigkeiten, Kompetenzen in der Flexibilität ganz schön in Anspruch genommen. Und es kommt eben dazu, dass wir spontan bestimmte Programmpunkte umplanen müssen. Zum Beispiel heute hatten wir eigentlich eingeladen den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Frans Timmermans. Aber natürlich ist sein Terminkalender gerade voll. Er ist leider jetzt in einem Meeting, das er hat, wo es eben dann auch wieder um Entscheidungen gibt, die wir dann aber auch wieder hier im Studio aufgreifen können. Das heißt, er wird leider heute nicht dabei sein können. Aber ich habe eben schon von unseren hervorragenden Kompetenzen kurz gesprochen. Wir konnten eine ganz spannende Gesprächspartnerin gewinnen für heute. Und die wird uns gleich den Anfang machen. Wir haben das Gespräch vorher schon aufgezeichnet am Vormittag. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit einer Friedensforscherin zu Beginn dieser 15. Konferenzwoche
New Deal, green and colorful, aber eben auch peaceful. Zugeschaltet ist uns jetzt Ursula Schröder, die wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Liebe Frau Schröder, wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich so kurzfristig bereit erklärt haben, mit uns gemeinsam jedenfalls zu versuchen, die bedrückende Lage in der Ukraine einzuordnen. Sprechen möchten wir gerne mit Ihnen über die Folgen der Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa. Beginnen wir gleich mit der schwierigsten Frage. Wie können wir in einer so ausweglosen Lage überhaupt am Gedanken des Friedens festhalten? Oder anders gefragt, wann kommen Verhandlungen über einen Frieden überhaupt wieder in Sichtweite? Vielen Dank. Die Frage ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Wir haben es ja zu tun mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen Europa und im Prinzip auch gegen die globale Weltordnung, die darauf beruht, dass staatliche Grenzen unverletzlich sind, dass staatliche Souveränität aufrechterhalten wird und dass keine Angriffskriege geführt werden dürfen. Das heißt, die momentane Situation ist extrem hoch eskaliert, ist auch sehr riskant, weil wir es mit einer Lage zu tun haben, in der eine große Atommacht gegen erbitterten Widerstand in einem Invasionskrieg stößt und wir nicht genau wissen, wie diese Lage schnell in einen Waffenstillstand überführt werden kann. Aber die Idee des Friedens ist eine, die alternativlos ist. Was sind die Alternativen, die wir auf den Tisch legen können, wenn wir sagen, wir lassen das laufen oder wir zeigen uns nicht solidarisch mit der Ukraine. Was wären die Folgen dann? Das muss man auch durchspielen, weil wir sehr genau wissen, dass im Prinzip Friedensverhandlungen, die gut geführt werden, die klare Ziele vor Augen haben, der einzige Weg sind, wie man Gewaltkonflikte langfristig und dauerhaft beiseite legen kann und Konflikte und die Bearbeitung von Konflikten wieder in einen friedlichen Weg überführen kann. Es geht also nicht darum, die Konflikte abzuschaffen. Es geht darum, einen friedlichen Umgang mit Interessensdifferenzen zu finden. Und momentan ist das noch ein sehr, sehr weiter Weg. Wir haben ja gestern gesehen, dass die ersten Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation ergebnislos zu Ende gegangen sind. Wir haben aber auch gehört, dass weitere Verhandlungen geplant sind. Das werten wir erstmal als ein zunächst kleines, gutes Zeichen. Sie haben es eben schon angesprochen, dass wir jetzt auch eine Art Geschlossenheit an Solidarität für die Ukraine erleben und eine Art der Stellung gegen Russland. Endet das nicht vielleicht sogar noch mehr Reibungsfläche und Reaktanz? Ja, die klassische Lehre aus den internationalen Beziehungen beispielsweise, die stimmt Ihnen dazu, dass wir, wenn wir es mit einem aggressiven Akteur auf der einen Seite zu tun haben, der hochrüstet und droht, die andere Seite wiederum auch aufrüstet und um sich zu verteidigen, dass die aggressive Seite dann missverstehen kann als Gegendrohung und man dann in einem klassischen sogenannten Sicherheitsdilemma, einer Aufrüstungsspirale landet. Und man sieht das im Fall der Ukraine sehr deutlich. Wir haben es jetzt schon mit einer sehr klassischen Form des Sicherheitsdilemmas zu tun. Das heißt, die Intentionen der jeweils gegnerischen Seite wurden auch schon in den letzten Jahren immer schon als feindselig und aggressiv ausgelegt. Und das hat dann zu dieser sehr hoch eskalierten Situation geführt. Da muss man natürlich sehr genau schauen, welche Formen der Solidarität mit der Ukraine, die notwendig und unabwendbar sind, die am besten geeigneten sind, um diesen Konflikt nicht weiter militärisch zu eskalieren. Das ist die Gefahr, die wir als Friedensforscherinnen und Friedensforscher sehen, dass dieser Konflikt hoch eskaliert, da es sich, wie gesagt, um eine Atommacht auf der anderen Seite handelt. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und hätten Sie da erste Ansätze, welchen Beitrag etwa Deutschland hier leisten könnte? Deutschland hat ja in den letzten Tagen einen Paradigmenwechsel der Außen- und Sicherheitspolitik eingeleitet, bei dem wir noch sehen werden, wie der umgesetzt wird, wie gut der funktioniert und insbesondere, wie stark sich die deutsche Außenpolitik mit der europäischen Sicherheitspolitik verzahnt. Das ist ja immer schon Leitgedanke der deutschen Außenpolitik gewesen, dass deutsche Außenpolitik nur im Konzert mit Europa funktioniert. Und hier sehen wir erste Ansätze, die auch durchaus positiv sind, dass die Europäische Union zum Beispiel und auch die NATO, die großen Sicherheitsallianzen und das große Kooperationsprojekt in Europa, dass die sich zusammengerauft haben und deutlich mehr Einheit zeigen als noch vor einigen Wochen. Und eine der Strategien von Wladimir Putin war es sicherlich, die Europäer zu spalten.
Momentan ist ihm das nicht gelungen. Und da ist es ganz wichtig, jetzt auf die lange Sicht aus der deutschen Außenpolitik heraus auf diese europäische Einigung, auf die europäische Kooperation zu gehen und die aufrechtzuerhalten. Das ist leichter gesagt als getan, weil wir wissen, dass insbesondere die Mittel, die gerade gezogen wurden, die SWIFT-Sanktionen, die anderen Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union, dass die gut funktionieren am Anfang, aber dass es auch sehr schwer ist, die über lange Sicht auch gegenüber eigenen wirtschaftlichen Interessen aufrechtzuerhalten. Und da ist ein starkes Druckmittel, was die deutsche Regierung nutzen sollte. Und sehen Sie da denn eine Chance, dass wir da sozusagen das Durchhaltevermögen haben, da auf einer langen Strecke tatsächlich in ganz Europa sozusagen beieinander zu bleiben? Das ist von heute aus gesehen schwer zu beurteilen. Ich bewerte aber die Aussetzung der Nord Stream 2 Zertifizierung als positives Zeichen. Deutsche Außenpolitik hat relativ lange, über Jahrzehnte hinweg, wirtschaftliche Interessen doch über bestimmte außenpolitische und wertebasierte Interessen gestellt, weil die wirtschaftlichen Kosten für bestimmte Sanktionsmaßnahmen, Beispiel für Deutschland, einfach sehr, sehr hoch sind. Diese Kosten müssen jetzt getragen werden. Die Kosten für einen solchen Konflikt sind sehr hoch. Und die deutsche Außenpolitik, soweit ich das interpretiere, hat sich dazu durchgerungen, diese Kosten mitzutragen und das dann auch in Zukunft zu tun. Ich denke, das ist der richtige Weg, da Sanktionen aus der Forschung betrachtet in der Hälfte der Fälle doch zu den erwünschten Ergebnissen führen können, wenn die gut gemacht sind und wenn sie multilateral durchgehalten werden. Das heißt, wir wissen, dass Sanktionen funktionieren können, wenn es multilaterale Entscheidungen sind, die dann auch ohne Ausreißer umgesetzt werden und auf die Strecke gebracht werden und auf lange Sicht umgesetzt werden können. Und das müssen wir unbedingt tun. Auf welche Kosten entsteht denn dann Frieden oder muss Frieden entstehen? Unter welchen... Also ja, auf welche Kosten? Oder also für wen, auf wessen Kosten vielleicht so rum entstehen muss, kann Frieden entstehen? Das ist eine gute Frage, weil die Kostenfrage nicht so oft gestellt wird offen. Es gibt unterschiedliche Formen von Kosten, die jetzt getragen werden müssen für den Umgang mit der Ukraine-Krise und die auch wiederum Kosten für andere Politikfelder verursachen können. Das heißt, wir haben jetzt mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland einen Fall, wo es auch die deutsche Wirtschaft treffen wird und entsprechend auch die Bevölkerung treffen wird, die dann natürlich wirtschaftliche Einbußen zu verzeichnen haben wird. Das muss von der Bevölkerung, das muss von den Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands mitgetragen werden, solche Sanktionen. Sonst funktionieren die nicht auf lange Sicht. Dann wird die Regierung abgewählt. Das werden wir sehen, wie das funktioniert. Wir sehen aber auch eine Kostendynamik, wenn man so will, in den Aufmerksamkeitsdynamiken. Wir haben ja nur endlich viel Mittel und Steuermittel auszuschütten. Wir haben gehört, dass die Bundesregierung ein Sondervermögen in die Bundeswehr stecken wird von 100 Milliarden Euro. Das ist ungefähr das Doppelte des Jahresetats der deutschen Bundeswehr. Und da entstehen natürlich auf der anderen Seite Dynamiken, wo andere Politikziele vermutlich nicht gleich priorisiert werden können, weil die Kosten irgendwo gedeckt werden müssen. Es stellen sich die Fragen bei der Klimakrise, bei der Bewältigung der Klimakrise und anderen Politikfeldern, bei der Pandemiebekämpfung, dass priorisiert werden muss, dass es auch unabwendbar ist, aber dass man schauen muss, dass diese zentralen anderen Politikfelder dabei nicht aus dem Blick geraten und dadurch wiederum die Kostenverteilung ungerecht wird, weil wir einfach in einer Situation sind, in der wir es mit einer multiplen Krise zu tun haben, die auf unterschiedlichen Ebenen bearbeitet werden muss und für unterschiedliche Personengruppen sehr teuer oder sehr unangenehm wird. Das können auch Personengruppen in anderen Teilen der Welt sein, wie bei der Klimakrise, und die dann natürlich weniger schnell in den Blick der deutschen Politik geraten. Und das sind Dynamiken, auf die man auf lange Sicht aufpassen sollte. Aber man muss auch sagen, dass die Entscheidungen momentan in dieser akuten Krise alternativlos sind. Weil Sie die Klimakrise einmal direkt angesprochen haben, haben Sie eine erste Einschätzung für uns, was das sozusagen für die Klimakrise bedeuten wird? Ja, da gehen die Einschätzungen etwas auseinander. Ich denke, einer der positiven Punkte, den wir sehen, ist, dass die Abkehr von der Abhängigkeit von russischem Erdgas, dass das auch klimapolitisch so gewendet werden kann, dass der European Green Deal beispielsweise schneller umgesetzt wird, dass die Frage der Energiesicherheit
die schon lange diskutiert wird, auch auf der Ebene der Europäischen Union, dass die jetzt sehr viel schneller in die Umsetzung geht. Und wenn man das im Rahmen der erneuerbaren Energien, der Energiewende tut, dann kann man hier durchaus Bodenwett machen und die Energiepolitik, die Energiewende deutlich schneller durchführen, als das bisher geplant war. Andererseits sieht man aber auch, dass beispielsweise die COP26, also die Glasgow-Verhandlungen über die Umsetzung der Klimaziele, dass diese Umsetzung jetzt dadurch gefährdet wird, dass die internationalen Institutionen durch die Ukraine-Krise in Mitleidenschaft gezogen werden, dass der UN-Sicherheitsrat nicht mehr gut funktioniert, weil es ein russisches Veto geben kann und dass auch andere multilaterale Foren gerade andere Prioritäten setzen. Das heißt, wir müssen schon darauf auch achten, dass auf der Strecke in der nächsten Zeit diese radikalen notwendigen Ziele nicht aus den Augen verloren werden. Wir haben ja gestern den IPCC-Bericht parallel gesehen, der in der Presse nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie er es sicher sonst bekommen hätte. Und der Bericht ist natürlich kein schöner. Und an der Stelle muss man dann schauen, wie man akute und kurzfristige Ziele mit längerfristig notwendigen Problemen und Zielen verbinden kann. Das wird nicht einfach. Wir erleben ja unter diesem akuten Handlungsdruck tatsächlich eine große Veränderung der Maxim der deutschen Außenpolitik, vielleicht auch der europäischen Außenpolitik. Ist es eigentlich aus Ihrer Sicht denkbar, dass die NATO doch noch direkt in den Konflikt eingreift? Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil das auf eine Eskalation, eine militärische Eskalation verweisen würde, die alle Seiten vermeiden wollen. Das heißt, ein direkter, heißer Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der NATO wäre das, was man während des Kalten Krieges in anderer Konstellation, anderer historischer Zeit vermieden hat. Und den Beteiligten ist schon klar, dass diese Art von heißer Konflikteskalation zwischen mehreren Atommächten einfach extrem riskant ist. Das heißt, ich hoffe das sehr nicht. Ich gehe auch momentan nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass eine Verhandlungslösung in irgendeiner Art gefunden wird. Was wir beobachten können und müssen, ist das Ziel der Ukraine, in die EU einzutreten. Das ist ja auch ein langwieriger Prozess, der sich häufig über Jahre oder auch Jahrzehnte in einigen Fällen hinziehen kann, der sehr schwerfällig und auch schwierig ist, aus guten Gründen. Aber natürlich wäre es konfliktentschärfend, wenn die Ukraine in diesem Fall nicht Mitglied der NATO wäre, sondern Mitglied der Europäischen Union und in ein westliches Institutionengefüge eingebunden wird, das auch sehr gut funktioniert, aber eben nicht die NATO wäre. Das wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, die gerade flottiert, dass diese EU-Membership-Perspektive zumindest diskutiert werden wird. Es mehren sich aber jetzt auch schon die Stimmen, die sagen, ja, aber es wird schwierig und die EU muss das einstimmig entscheiden und wir sind nicht so sicher, ob das geht. Also da sind wir so weit am Anfang, dass man das noch nicht abschließend beurteilen kann. Wird es denn immer eine Art Frieden nur auf Zeit geben in der Gegend? Oder kann man wirklich, also gibt es so etwas wie langfristigen Frieden? Kann man das überhaupt erwarten? Ja, das ist auch die vollständig korrekte Frage. Ich denke, was wir gelernt haben in den letzten Wochen ist, dass man Frieden nicht für selbstverständlich nehmen kann. Frieden in Europa, gerade für die Generation, die jetzt ihre Studienphase aufnimmt, war immer ein Frieden, der einfach da war. Ein Frieden, der heißt, es gibt Erasmus, man kann über Grenzen fahren, man kann reisen, man kann Freunde aus unterschiedlichen Ländern haben und hat im Prinzip alle Freiheiten, die gebraucht werden, um ein gutes Leben zu führen. Und dass diese Selbstverständlichkeit eines guten Lebens in Europa so hart gerade in Frage gestellt wird, das ist ein Epochenbruch, der wird die aktuelle Studierendengeneration sehr stark beschäftigen, genauso wie uns. Und da sehen wir daran, dass Frieden eigentlich nie etwas ist, was einfach nur da ist und für immer bleibt, sondern immer etwas ist, an dem wir arbeiten müssen, und zwar zusammen. Und das ist eine der Aufgaben, die sich nicht nur der Friedensforschung, also uns konkret stellt, sondern auch der gesamten Bevölkerung im Hinterhof, bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen, und auch in den größeren Fragen, dass man sich einmischt in außenpolitische und sicherheitspolitische Fragen. Es war oft so, dass wir es mit Themen zu tun hatten, die große Masse der Bevölkerung nicht wirklich interessiert hat. Und das ist in einer Demokratie keine Option. Wenn es um Fragen von Krieg, Frieden, Sicherheit und Unsicherheit geht, müssen Personen mitreden, muss die Bevölkerung mitreden, sich einmischen und Positionen beziehen. Und das werden wir jetzt hoffentlich sehen und werden aus dieser Krise vielleicht mit einer
Idee von Demokratie hinausgehen, die streitbarer ist und die sich auch bewusst ist, dass sie verteidigt werden muss. Gibt es schon eine erste Beschreibung von Ihrer Seite aus, wie sich unsere Sicherheitsordnung, unsere Friedensordnung in Europa verändern wird? Ja, es gibt mehrere Szenarien, die man da anlegen kann. Das optimistische Szenario habe ich gerade schon leicht angedeutet, dass es um eine Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur der Europäischen Union und auch der NATO gehen könnte. Es wurde ja schon lange geredet über die europäische strategische Souveränität, die sich dann nicht materialisiert hat. Die war eher geplant im verteidigungspolitischen Bereich. Was ich aber sehe, ist, dass sich die Idee der strategischen Souveränität eher in den Energiebereich zieht und dass dort wirklich zukunftsrelevante Fragen, gerechtigkeitsrelevante Fragen der Klimapolitik, der Anpassung an den Klimawandel über das Konzept der strategischen Souveränität angedockt werden an große sicherheitspolitische Fragen. Und das könnte ein großer Wandel sein, den wir gerade sehen, dass wir die großen Fragen der Zukunft, wie gehen wir mit den planetaren Grenzen auf diesem Planeten um, verbinden können mit Fragen von Frieden und Sicherheit in Europa. Und das wäre ein positives Szenario. Die negativen Szenarien, davon gibt es so viele, die möchte ich gar nicht so sehr ausmalen. Ja, also da sind wir vielleicht sogar schon bei der letzten Frage. Sie haben das jetzt schon ein bisschen ausgeleuchtet. Was, wenn überhaupt, gibt Ihnen in diesen Tagen Zuversicht? Zuversicht ist tatsächlich Mangelware in diesen Tagen. Aber was wir sehen, ist eine große Unterstützung bei den europäischen Bevölkerungen, auch bei den großen Demonstrationen in Berlin beispielsweise, bei der Solidarität mit der Ukraine, dass dieses Land nicht alleine gelassen wird. Also dass die Solidarität, die wir gerade sehen, die ja auch zu epochalen Veränderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union geführt hat, dass die doch bleibt. Also dass diese Form der Solidarität nicht nur reine Symbolpolitik ist und auch von den Bevölkerungen mitgetragen wird. Da werden wir sehen, ob das hilft. Das ist noch nicht klar, aber es kann in jedem Fall nicht schaden. Und es kann auch nicht schaden, dass gerade weitere Gespräche geführt werden und allen Beteiligten klar ist, dass sie sich immer in Zukunft wieder treffen werden. Wir leben in Europa zusammen. Es gibt keinen Weg aus diesem Kontinent, der nicht über Gespräche mit Russland führt. Es gibt keinen Frieden in Europa ohne Russland. Das hat Kanzler Scholz auch vor wenigen Tagen noch mal gesagt. Und diese Gewissheiten sind noch auf dem Tisch. Das heißt, wir werden irgendwann wieder zu Gesprächen zurückkehren müssen, so schwer das heute auch fällt. Und das, diese Gesprächskanäle sind etabliert. Und das gibt mir keine Zuversicht, aber doch eine Idee von einem Weg, der gangbar wäre. Frau Schöder, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in diese Zeit, die so durcheinander ist, und dass Sie aber auch vor allem mir jedenfalls den Mut gegeben haben und bestimmt auch den ganzen Erstsemesterstudenten, die hier zuschauen, sich trotzdem auch den Themen zu widmen, die eben an dieser großen Krise mit dranhängen und die immer mitzudenken. Vielen herzlichen Dank. Und damit zurück zu mir. Das war also das Gespräch und wir haben gehört, es hängt ganz schön viel dran in diesen Tagen. Und in diesen Tagen stellen wir aber vor allem eben auch die Projekte vor, die ihr im ersten Semester gemacht habt. Und ein besonderes, das schauen wir uns jetzt an und haben da schon was mitgebracht. Der Durchmesser des Mondes beträgt 3.474 Kilometer. Und diese durchschnittliche Armut der meisten Menschen, sie ist einfach unerträglich. Ich mache mir Sorgen um die Welt, die ich zurücklassen werde. Wir müssen endlich aufwachen. Leute, der Mond geht vor die Hunde. Recht hast du. Ich sag mal Stichwort Mondstaub. Ja, Mondstaub. Genau. Das Mondstaub. Zeug ist das reinige Roses in my hands.
'Cause you're gone, 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 gone. Wow. Wow, ich habe mir das vorher schon einmal angeschaut und jetzt eben nochmal. Und ich spreche jetzt mit zwei Studenten, die eben dem Seminar waren. Nico und Benjamin, schön, dass ihr da seid. Und danke. Was für ein Teaser ist es ja. Heute ist ja Filmpremiere, Weltpremiere, Uraufführung, kann man ja sagen, von dem Film, heute um 18 Uhr. Könnt ihr uns einmal, fangen wir mal ganz am Anfang mit der zeitlichen Frage an. Wie kam es dazu? Wann habt ihr angefangen? Und wann habt ihr in so kurzer Zeit so eine Art Broadway-Trailer geschafft? Ja, also angefangen hat das Ganze natürlich mit dem Beginn des Semesters. Ich glaube, in der zweiten Woche oder sowas war unser erstes Seminar. Wir hatten das immer zweiwöchentlich. Und da haben wir uns erstmal hingesetzt und über unsere Ängste gesprochen. Wir wurden wirklich gefragt, was sind eure größten Ängste? Und daraus hat sich dann letztendlich dieses Theaterstück entwickelt, das wir ursprünglich natürlich auch vorhatten, als solches aufzuführen, bis dann die traurige Nachricht kam. Ja, dass wir es nicht live spielen können, nicht live im Auditorium, was eigentlich schön gewesen wäre. Und wir haben jetzt eben mit diesem Teaser, den ihr gerade gesehen habt, eine 22-minütige Performance erstellt, die filmerisch abgedreht wurde. Und haben jetzt, die letzten zwei Wochen das Ding geprobt, abgedreht und die letzte Nacht, es war eine lange Nacht, geschnitten. Jetzt von gestern auf heute, oder? Ja, genau. Also ich sitze hier gerade, ich muss mal gucken, meine Augenringe, zwei Stunden Schlaf war es heute. Ein bisschen Make-up haben wir auch. Ja, genau. Aber wirklich Respekt, dass ihr in so kurzer Zeit, also man merkt überhaupt nicht, dass ihr das, habt ihr das von Anfang an geplant als Film dann? Also du hast eben gesagt, eigentlich als Theaterstück gewünscht, aber habt ihr von Anfang an dann so doch gesagt, so relativ schnell, okay, das wird ein Film und wir planen das dann auch so? Wir haben uns die Option offen gehalten natürlich, dass es sein könnte, dass wir schon das Ganze noch filmerisch darstellen müssen, weil es eben nicht live geht mit der Pandemie. Aber man merkt, also meiner Meinung nach merkt man auch schon, dass es eigentlich ein Theaterstück gewesen wäre. Aber ich finde, das ist ihr habt das richtig toll umgesetzt. Ja. Vielleicht gibt ihr uns mal eine Filmanalyse. Worum geht es denn nachher eigentlich? Nico, willst du darauf? Ja, gerne. Also wir haben da, Elon Musk redet ja immer und es wird ja generell immer spekuliert, dass irgendwann zu erschließender Lebensraum der Mars sein könnte. Da könnte man irgendwann mal als Gesellschaft hinziehen. Wir haben ein bisschen kleiner angesetzt, wir haben beim Mond angefangen. Und so ist es natürlich. Es gibt gewisse Probleme in unserer Gesellschaft, die einfach gelöst werden müssen. Einige Leute in unserem Stück haben jetzt nicht so Bock, die zu lösen, sondern haben gesagt, okay, wir nehmen uns einen Neustart, wir fangen nochmal von vorne an und sind auf den Mond gereist. Und die werden da auch in Empfang genommen. Wir haben da eine personifizierte Mondgestalt quasi, die dann da in Empfang nimmt. Und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, es ist ein kleiner Spoiler, aber man will die Handlung natürlich schon ein bisschen verraten. Es geht nicht ganz so gut, weil die Probleme, da kommt leider einiges mit von den gesellschaftlichen Problemen, die auf der Erde schon vorherrschen. Stichwort Filmanalyse. Wir haben jetzt eben versucht, sozusagen einmal diese Performance eben abzudrehen, auch in so einem Art Studio-Setting, gleichzeitig aber auch eben filmerische Mittel mit einzubinden. Mhm. Und das werdet ihr dann im Anschluss sehen. Wir haben also auch wirklich aktiv die Kamera mit eingebunden. Wir haben, das seht ihr dann, kleine Werbespots gedreht, die mal zwischengeschaltet werden. Also ihr könnt euch da auf was freuen. Ja. Ich finde das ja super spannend, weil ich habe ja auch schon einiges mit Theater zu tun gehabt. Und ich finde, beim Theater steht ja so wirklich die Körperlichkeit im Vordergrund. Da kommt es auch so ein bisschen auf dieses Bonbon-Rascheln an von dritter Reihe hinten links und sowas und einfach die Atmosphäre des Körpers, der wirklich da ist und spielt. Und jetzt habt ihr gesagt, ihr habt gleichzeitig das verbunden, aber eben auch weitergedacht und mit Film gemischt. Wie seid ihr in diesem Spannungsverhältnis sozusagen? War das eine Herausforderung oder habt ihr es wirklich nur als Chance gesehen direkt? Ja, also wir haben uns da direkt von Anfang an klar gesagt, dass wir das wie Theater spielen wollen. Wir haben natürlich in den filmerischen Sequenzen dann teilweise auch wirklich im Filmtheater gespielt. Da ist ja mal alles ein bisschen leiser und ein bisschen dezenter, sage ich mal, vom Spiel. Aber insgesamt haben wir uns gesagt, wir wollen laut spielen, wir wollen Präsenz zeigen im Spiel, also genau wie es im Theater auch ist. Die letzte Reihe ganz hinten erreichen. Okay. Ja. Wenn wir also jetzt heute alle einschalten, um 18 Uhr, nämlich auf Eventmobi, seht ihr direkt den Link dazu oder eben auch auf YouTube oder leufana.de/Konferenzwoche. Dann sehen wir den Film und zusammengefasst, es geht um die Reise
Es geht um die Reise auf den Mond, und es geht, also dieser Gesellschaft, und es geht dann wirklich, das muss man leider vorab sagen, das geht, wie gesagt, nicht ganz so gut. Und da muss ich auch eine kleine Triggerwarnung einmal aussprechen, bevor da Leute zugucken, die das nicht sehen möchten. Es wird einen Suizid geben, und da möchten wir wirklich, dass die Leute, es gibt Gewaltdarstellungen, das geht schon, es geht schon zur Sache. Das will man jetzt nicht unbedingt sehen, wenn man da ja irgendwelche Vorgeschichten dergleichen hat oder so. Okay, also die es betrifft, passt auf jeden Fall auf. Allen anderen wirklich die wärmste, größte Empfehlung, das Popcorn vorher schon fertig zu haben und sich das eben anzuschauen. Absolut, ja. Heute um 18 Uhr. Danke, dass ihr da wart. Ich bin auf jeden Fall nachher dabei und freue mich drauf. Und jetzt schauen wir einmal ein wenig, wie die Konferenzwoche eigentlich hier so am Campus abläuft. Und dazu haben wir eine kleine Persiflage gemacht an eine etwas bekanntere Serie. Schaut selbst, so sieht unser Alltag hier gerade aus. Jelta, wenn du nächstes Mal Kaffee kochst, ja. Dann weniger, hat Pascal auch schon gesagt. Ich hätte weniger mehr gesagt. Aber beim letzten Mal hast du gesagt, ich finde den Kaffee. Ich finde den super stark. Ich finde den, also ich werde, glaube ich, die nächsten drei Tage tatsächlich auch gar nicht schlafen. Liebe Leute, wir brauchen noch ein bisschen Teamatmosphäre. Wir brauchen ein bisschen Campusleben. Könnt ihr da noch mal was zusammenschneiden? Das muss doch möglich sein. Das hatten wir eh schon auf der Liste. Ja, das ist sehr gut, Pascal. Ja. Machen wir so. Rasmus, du hast das auch im Blick, ne? Alles klar. Ob Jonathan da noch Zeit für hat? Cornelius, du bist so, hast auf dem Draht. Er antwortet mir überhaupt nicht mehr. Ich habe keinen Kontakt zu Jonathan. Ich schicke ihm jeden Tag bestimmt ein paar Sprachnachrichten. Er antwortet mir nicht. Moin, ich bin Pascal, zuständig für die Logistik bei der Konferenzwoche. Das wird jetzt meine dritte Konferenzwoche. Meine eigene hatte ich 2012, seitdem bin ich Feuer und Flamme. Ich habe jetzt in diesem Jahr hier diese neuen Möbel besorgt, dass die Leute wirklich auch zusammen chillen können, zusammenkommen. Überall sind diese Dinger hier. Das matcht sich ganz wunderbar mit dem Gallery Walk, und ich glaube, hier entsteht wirklich was. So Leute, ich habe die Räume alle fertig gemacht. Ich habe mit der Mensa geschnackt. Das läuft alles. Ich habe mega geile Sessel, Sofas im Zentralgebäude, unten im Foyer und Forum. Ja, aber Pascal, du weißt schon, dass die alle gar nicht im Campus sind, ne? Also, die sind ja gar nicht da. Also, wofür brauchen wir das eigentlich? Die kommen gar nicht. Nee, das ist so alles. Die kommen gar nicht her. Ja, also der Pascal, der ist jetzt halt auch einfach schon lang dabei, und der hat angefangen, da war das ja alles noch in Präsenz, da war das voll sein Bereich, der macht Logistik, der kann das richtig gut, und irgendwie hat er sich aber auch nie so damit abgefunden, dass das jetzt halt alles digital ist. Aber es ist einfach gar nicht notwendig, dass er sich hier auch so diese Arbeit macht. Ich habe meine eigene Tasse mitgebracht, ich komme ja gar nicht aus Lüneburg. Und ich habe die Tasse aber, weil die so eine, die gibt mir Motivation, muss ich sagen. Ja, ich bin Cornelius und freue mich richtig doll, dass wir jetzt wieder hier die Veranstaltung haben. Vor allem, dass es digital ist, das muss man ja wirklich sagen, das ist so mein Ding. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn wir das jetzt die nächste Zeit, also wenn das dann wieder richtig normal analog ist, dass ich dann auch keine Perspektive mehr beruflich habe. Und das wäre richtig. Pascal, das mit den Sitzgelegenheiten, ne? Das meinst du nicht so, oder? Also das war ein Scherz. Ja. Ja, okay. Nee, das war. Wo gehst du hin? Darf ich mal durch? Wo gehst du hin? Wo geht er hin? Ja, also dass das jetzt irgendwie nur digital stattfindet, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das
Fax habe ich nicht bekommen. Ich sag mal so, Kommunikation ist das A und O und uns fehlt beides. Also A und O. Aber gut, dann verkloppe ich die wieder irgendwo. Da werden sich schon AbnehmerInnen finden. So sieht's aus. Geordneter Wahnsinn mit Pascal und Jelda. Schön, dass ihr hier auch dabei seid im Studio. Was können wir dir so die nächsten Tage erwarten? Wir haben einen kleinen Ausblick bekommen jetzt auf die Folge. Was erwartet uns da noch? Es geht auf jeden Fall weiter und ich würde mal sagen, es erwarten uns auf jeden Fall weitere humoristische Einblicke in Teile von der Arbeit von dem Konferenzwochenteam. Und dabei werden unter anderem, glaube ich, Situationen zu sehen sein, die so ein bisschen zeigen, was sich so alles ergeben könnte oder eben auch so ähnlich, wenn man als Team einfach eine sehr, sehr lange Zeit sehr intensiv zusammenarbeitet. Und vielleicht auch mit den Masken, so ein wenig Sauerstoff vielleicht dann auch zum Gehirn kommt. Genau, und sehr intensiv alles, sehr viel Arbeit. Der Fairness halber möchte ich vielleicht noch sagen, dass ich nicht tatsächlich derjenige bin, der diese ganzen Sofas und Sessel dahingestellt hat. Und natürlich weiß ich, dass die Konferenzwoche wieder digital stattfinden muss. Selbstverständlich, aber ihr seid ja auch beide Kovo-Spezialistinnen und Spezialistinnen. Habt ihr da so einen Tipp, wie man jetzt die nächsten Tage schön gestaltet und das meiste draus rausholt? Ich habe eben in der Rede von Präsident Spoon, habe ich mir notiert, er hat die Konferenzwoche als Ort der Reflexion und dem gemeinschaftlichen Ringen nach um Erkenntnisse, so hat er sie bezeichnet, und im Digitalen fehlt uns ja einerseits so ein bisschen die Gemeinschaft und die Basis für Interaktion zwischen den Studierenden. Und daher unsererseits nochmal die herzliche Einladung an alle Studierenden, dass sie sich doch verantwortungsbewusst mit Blick auf die Pandemie in Kleingruppen in den WGs zusammentun können, die Shows, Formate gemeinsam verfolgen und dann eben auch die Möglichkeit nutzen, darüber zu sprechen, was man gerade so konsumiert hat, abgesehen natürlich von den Projektgruppen-Sessions, wo man ja die Prüfung erbringt. Gemeinsam ein paar Dinkelnudeln kochen und sich eine gute Zeit machen zu Hause. Genau, du hast es ja schon vorgemacht. Ich habe es vorgemacht und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es gibt aber auch so ein paar Leute, die sagen, Kovo, das ist aber auch ein bisschen viel Arbeit oder es kann auch Arbeit sein. Was würdet ihr den Leuten sagen? Die Kovo ist Mikrofon bekommen. Die Kovo ist zunächst natürlich der Ort, an dem die Prüfungsleistung erbracht wird, und da würde ich natürlich zustimmen, jo, das ist eine Pflichtveranstaltung, das muss man machen, aber abgesehen davon ist es einfach eine tolle Veranstaltung, eine erste wissenschaftliche Konferenz für WissenschaftlerInnen oder angehende WissenschaftlerInnen, und ich glaube, genauso sollte man das annehmen. Rechts, links, oben und unten schauen, was gibt es in dieser Konferenzwoche, und also ich habe überlegt, wenn ich für meine Uni gearbeitet habe, irgendwas abgeschickt habe, dann war es entweder im Postausgang oder irgendwo in der Schublade, aber hier hat man halt die Möglichkeit, wirklich das der breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, und ich glaube, es ist auch irgendwie cool, also weil man kann einfach auch untereinander in Austausch treten und man kann auch so ein bisschen schauen, so okay, was haben eigentlich die anderen Menschen in meinem Semester, womit haben die sich eigentlich so das ganze letzte halbe Jahr in diesem Modul beschäftigt, und ich glaube, das ist einfach eine schöne Chance auch, und es gibt auch einfach ein paar Gäste in den Talks, denen man Fragen stellen kann, und ich hoffe, das wird auch als Chance wahrgenommen, dass man eben Menschen, denen man vielleicht sonst nicht einfach irgendwo über den Weg läuft, mal eine Frage stellen kann. Das stimmt. Man kann sich nämlich dann wieder bei den Talks zuschalten. Jetzt gerade noch nicht, keine Sorge, aber dann die nächsten Tage. Habt ihr denn jetzt sozusagen ein Highlight, also für mich auf jeden Fall unter anderem heute 18 Uhr und nicht, dass ich jetzt das falsch sage, Old Fears in New Lives, weil das darf man wirklich nicht verwechseln und umdrehen. Die Teamleistung, die tolle, habt ihr ein anderes Highlight, wo ihr sagt, da blickt ihr drauf zu? Ich finde natürlich alle Gäste cool, auf jeden Fall. Aber ich bin besonders, freue ich mich auf Christina Lunz, die ist ja am Freitag in der Lunchtime. Und die hat ja ihr Buch vor kurzem auch veröffentlicht, Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, so heißt es. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und dann haben wir am Donnerstag ja auch noch Stefan Rahmsdorf mit Katharina Fegebank. Die sprechen nochmal so ein bisschen
über Wissenschaft trägt Verantwortung. Was können wir eigentlich von der Pandemie für die Klimakrise lernen? Und ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das wird sehr spannend. Für mich sind es vor allem auch die Gäste, die Gästinnen und die Veranstaltungen, die ich vorher nicht unbedingt auf dem Schirm habe. Ich erinnere mich an die Veranstaltung im letzten Jahr mit Aminata Touré und Aladin Elmafalani. Elmafalani kannte ich damals ehrlicherweise nicht. Seitdem habe ich zwei Bücher von ihm gelesen und mir einen 3-Stunden-Talk bei Jung und Naiv angeschaut. Großartig. Und wenn einer oder eine von denen, die ich in dieser Konferenzwoche neu kennenlernen darf, mir ähnlich viel gibt, dann allein hat es sich schon gelohnt. Ich möchte nicht zu weit vorausgreifen. Ich glaube aber, das wird auf jeden Fall passieren, weil ich habe mich auch vorher schon mit den Leuten beschäftigt. Elmafalani kommt? Elmafalani kommt nicht, leider. Okay. Aber den Talk kann man sich noch nachschauen von letzter Konferenzwoche. Gut, dass du es sagst. Wir haben ja eine Mediathek auf YouTube noch, also unbedingt mal auschecken. Ich freue mich sehr auf die kommenden Episoden. Ich freue mich sehr auf die kommenden Tage mit euch. Vielen Dank, Jelta Pascal, dass ihr hier im Studio wart. Und damit ist eigentlich der Start offiziell los. Es geht los, die Konferenzwoche 15. Konferenzwoche 2022 hat offiziell gestartet. Ab jetzt wird nicht mehr geschlafen, wenn überhaupt nur noch Powernaps. Und wie ihr gesagt habt, nutzt die Chance, nehmt das mit, was ihr wollt. Und danach könnt ihr immer noch den Schlaf nachholen. Und ich habe es gesagt am Anfang, schaltet ein paar Minuten früher rein und bleibt ein paar Minuten länger dabei. Denn wir haben Alia als DJ hier im Studio. Und sie legt für uns Musik auf. Und vielleicht darf ich mal so ein bisschen rüberfragen, Alia, was erwartet uns denn musikalisch die nächsten Tage? Also musikalisch habe ich ungefähr alles dabei, was man sich unter der afrikanischen Diaspora vorstellen kann. Musik aus Südafrika, das ist nicht die Diaspora, aber aus Südafrika, aus Nigerien, aus Ghana und aus der Diaspora. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Sehr, sehr cool. Gleich geht's also mit dir los. Schön, dass du da bist. Und vorher nochmal die Info. Wir haben losgelegt. Es geht jetzt los. Um 19 Uhr beginnt das Utopie-Studio. Heute hier auch wieder aus dem Studio mit Maya Göppel und Richard David Precht, die nämlich die Utopie-Konferenz veranstalten, hier immer im Spätsommer. Und heute ist schon mal Maya Göppel bei uns im Studio und ich darf auch mit ihr schon mal sprechen. Zusätzlich werden wir ein bisschen Landluft schnuppern. Wir sprechen über die neue Ländlichkeit und haben einen super spannenden Gast dabei, sehr sympathischer Mann, Bijan Muini, der nämlich für eine Erweiterung der Grundrechte plädiert. Das also um 19 Uhr im Utopiestudio. Um 18 Uhr die Weltfilm-Urpremiere des Films, den wir eben als Teaser schon gesehen haben. Und jetzt geht's los mit Alia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns später. Macht's gut.